Wie mutig ist er, der Markt? Der DAX heute nicht ganz so perfekt unterwegs. Wir sehen, dass wir nach dem Schlusskurs gestern, 11. war gestern hier, da lagen wir noch ein gutes Stück höher, mit dem Gap nach unten aufgemacht, jetzt zur Seite. Also der DAX nicht in allerbester Stimmung. Mal gucken, was sich daraus noch ableiten lässt. Aber wie mutig wird der Markt sein? Der DAX ist ja ein Standardwerteindex, ein Blue-Chip-Index, so schön, wie man das so schön sagt. Und der Dow Jones, der ist genau das Gleiche und der steht doch eigentlich noch ganz gut da. Das ist nicht ganz so toll, wenn man mal hier so ein bisschen rumguckt. Hier beim S&P sieht man schon so wenig, dass vielleicht jetzt ein bisschen ungemacht wurde. Beim Nasdaq ist es sogar noch deutlicher. Wir sehen, das sieht schon fast impulsiv nach unten aus, wackelig nach oben. Das schreit schon förmlich nach einem Short-Angebot, also dass man vielleicht hier in Kürze nochmal Short geht. Denn ihr wisst, ich gucke immer danach, wo sind die scharfen Bewegungen, wo sind die wackeligen Bewegungen. Dann müsste sich eigentlich das in irgendeiner Form nochmal fortsetzen, wenn das die erste ist. Also vielleicht sogar im gleichen Maß mit Chancen auf mehr. Und da kommen wir jetzt auf den entscheidenden Punkt. Naja, gut, aber der Nasdaq, der will das doch jetzt ernsthaft nicht an dem Nasdaq hier aufhängen. Aber es gibt eine Geschichte, die sollten wir uns mal angucken, nämlich die Geschichte, die wir beim Zinsmarkt aktuell haben. Das sind die 10-jährigen Treasury Notes aus Amerika. Und da hatten wir mehrfach die Situation einer scharfen Bewegung, einer wackeligen, einer Fortsetzung und so weiter. Und jetzt, ich mache mal hier mein ganzes Geschmuddel da weg. Auch wenn ich mir diese Bewegung angucke, das ist eine ziemlich einhellige. Gucken wir uns das im Vergleich an, das ist eine ziemlich korrektive. Und es müsste dann doch eigentlich nochmal so weitergehen und tatsächlich tut es das. Noch sind wir mit dem letzten dynamischen Arm wieder nur auf diese Unterstützung. Und das ist die Unterstützung, die wir hier auch im großen Bild haben. Ich mache mal das Ding da so ein bisschen weg, dann könnt ihr es besser sehen. Das ist die Unterstützung ungefähr hier auf dem Tiefst, die wir jetzt hier haben. So weit, so gut. Aber jetzt zählt's. Das ist hier, was wir hier haben, wenn ich das nochmal rausnehme. Das hat schon ein bisschen was Fünffälliges hier. Wenn er jetzt wirklich ein Ende findet und hier in der Nähe sein Tief tatsächlich hat, alles gut. Insbesondere, wenn er jetzt dann dynamisch nach oben geht. Also anders, wie wir das hier hatten, was ja doch sehr korrektiv aussieht. Dreiwelligkeit ist ein Stichwort, Überschneidung ist ein Stichwort. Solche Sachen, die muss man da im Hinterkopf behalten. Wenn er also hier nicht korrektiv nach oben geht, sondern jetzt dynamisch, dann kann man sagen, ah, tatsächlich, guck mal hier, Doppelboden, sagen einige dazu, Unterstützung am Zinsmarkt und der Kurs hat doch gute Chancen, ein bisschen nach oben zu kommen. Wir haben doch gehört, Mensch, die Notenbanken, mindestens mal die EZB, klar, die ist für Amerika und die US Treasury Notes nicht ganz so maßgeblich, aber man will doch da was tun, man will doch kaufen. Und wenn wieder gekauft wird, die Preise wieder nach oben gehen, dann ist wieder Entlastung auf dem Zinsmarkt und dementsprechend ein Damoklesschwert, was über den Aktienmärkten im Moment gerade schwebt, ist dann hinfortgeschleudert. So, aber ist es das wirklich? Denn wenn der Kurs jetzt nach diesem Fünffäller jetzt sagt, dann machen wir doch gerade wieder so ein Ding auf, ruhig wieder vielleicht auf der etwas kleineren Ebene. Und er nimmt dann wieder Fahrt nach unten auf und dabei wird das durchstoßen, dieses Unterstützungsniveau. Dann gute Nacht oder zumindest mal ein schönes Wochenende. Nein, gut, also wir werden sehen. Das hängt jetzt extrem davon ab, was wir hier jetzt geliefert bekommen. Und der Teil, den hat der Markt typisch geliefert, nämlich mit einer Impulsbewegung nach einer Korrektur. Also die Korrekturbewegung ist diese hier gewesen. Einfach als Trendfortsetzung. Also das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, wo man sagt, ja, das kommt gelegentlich vor. Das ist schon etwas, wo man sagen kann, das hat eine gewisse Regelmäßigkeit, dass wenn der Markt in eine Richtung scharf ist, dass sich das fortsetzt. Das gibt es im Kleinen, hier ist es winzig, könnt ihr kaum erkennen mehr beim Gekracker. Hier ist es größer, hier ebenfalls. Und also ihr seht, das Prinzip ist relativ klar. Das ist unsere Hausaufgabe. So schwer ist das eigentlich gar nicht, jetzt als Händler unterscheiden zu können, ob wir hier so etwas bekommen, das idealerweise dann wackelig runtergeht, dann ist vorerst keine Gefahr. Wenn er hier aber schon von vornherein wackelig oder einfach nur ABC-mäßig unterwegs ist, dann wird das mit den Zielen relativ schnell eng. Nämlich dann kommen wir, egal wie, ich habe es jetzt etwas zu lang gezeichnet, aber auf jeden Fall hier unten drunter. Und je weiter wir hier unten drunter fallen, je weiter wir unter diese Tiefunterstützungsmarken hier und unter das letzte Tief jetzt hier fallen, desto weniger hat das Bedeutung und desto mehr ist die Gefahr, dass sich die Bewegung hier nach unten beschleunigt. Und das wiederum würde die Zinsen nach oben gehen. Eigenartiger Kauz der Born, mal redet er total charttechnisch, jetzt argumentiert er pseudo fundamental über hier die Zinsmärkte. Naja, gut, wir gucken tatsächlich auf die Charts und auf diese Bewegung, die wir hier zu erwarten haben.
Aber ich weiß, dass viele von euch eben auch Hintergründe ganz toll finden. Und deshalb ist es doch schön, wenn sich das Ganze verbinden lässt. Es bleibt also hier an der Stelle sehr, sehr spannend. Geht der Markt hier durch am Zinsmarkt, dann ist die Gefahr, dass der Aktienmarkt Schaden nimmt, relativ groß. Denn der Nasdaq-Kurs hatte das ja eben schon ein bisschen angedeutet. Wo sind wir hier? Wenn das hier passiert, also vielleicht sogar heute Nachmittag nochmal eine Chance für all die Shorties unter uns hier, wenn er da die Unterseite triggert, dass wir das Ganze hier so ähnlich nochmal bekommen. Das muss jetzt nicht ganz genauso laufen, aber dass wir zumindest noch weitere Abwehrchancen haben, mit oder ohne einen kleinen Umweg. So, damit verabschiede ich mich jetzt an dieser Stelle zumindest mal für euch ins Wochenende. Wenn ihr wollt, seid ihr gerne nächste Woche wieder mit dabei. Wenn ihr mehr noch haben wollt, wenn ihr auch zwischendurch mal ein Update haben wollt, wie sieht's denn aus, dann meldet euch gern bei Born for Trading. Dort gibt es immer wieder Nachrichten, auch auf Smartphone, wo ich dann sage, hier, zack, da sind wir gerade so oder so unterwegs. Außerdem gibt es dort, was viele gar nicht wissen, ich mache dann an sich jetzt keine Werbung dazu, aber eine Liste mit Trades, die wir für uns als approved, also sozusagen als die sind annehmbar, sehen. Das ist noch eine relativ neue Geschichte, dass wir das machen, deshalb ist das noch ein bisschen Baustellenmodus, aber viele positive Feedbacks haben mich erreicht. Oh cool, da sehen wir mal, was macht. Man kann ein bisschen mitfiebern, ein bisschen mitmachen. Deshalb, wenn ihr Spaß daran habt, dann meldet euch dazu auch an. Einen ganz konkreten Trade, wenn wir ihn dann sehen und wenn es die Zeit erlaubt, geben wir im Trade des Tages. Deshalb darf er auch unbedingt anmelden. Es kostet ja nichts, deshalb dabei sein ist alles. In diesem Sinne euch alles Gute, ein wunderschönes Wochenende und liebe Grüße.